Mein Name ist Yolanda Morales. Ich komme aus Chiapas, Mexiko und arbeite in Hamburg als Performerin, Tänzerin und Choreografin seit 2006. In meine künstlerische Arbeit entwerfe ich utopische und dystopische Szenarien, die mit aktuellen sozialen und politischen Themen sich beschäftigen. Ja, herzlich willkommen wieder in Alles. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Zwischenraum in unserem Mark Emotion Video Podcast mit Ihnen sprechen. Und wir werden über die neueste Performance von dir, die am 21. Oktober im Kraftwerk Wille Premiere feiern wird, Horses, sprechen. Und das begleitende Proben-Vermittlungsprojekt Moving Imaginative Bodies, was seit Anfang August und noch bis Anfang November bei uns hier in Mark stattfindet. Und so ein bisschen weiter darüber, was eigentlich Performance im Museum verbindet. Und ja, ich freue mich total, dass du da bist und dass wir sprechen. Und vielleicht könntest du zu Anfang ein bisschen was zu Horses erzählen. Was ist so die Idee hinter der Performance? Was ist der Kontext? Und warum ist auch vielleicht diese Performance gerade vor dem Hintergrund eines Museums, das sogenannte ethnografische Sammlung hat, das sich viel mit kolonialen Kontexten auseinandersetzt, interessant. Vielen Dank jetzt mal, Gabriel, für die Einladung zum Mark-Museum. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich werde jetzt mal erzählen über meine neue Produktion, also Produktion Horses. Horses eigentlich ist ein Performance, geht es um die Ikonografie des Pferdes, und ich nutze jetzt die eine große Ereignis nach 500 Jahren von der Kolonialgeschichte von Mexiko, beschäftige ich mich mit Massenwollen. Und als Beispiel nehme ich das Pferd, weil wir sollten uns daran erinnern, dass vor 500 Jahren gab es kein Pferd, das heutzutage in Mexiko genannt ist. Und die sind erst mal mit den Conquistadores gekommen. Und es gibt viele Mythen umherum, ne? um die Geschichte von Mexiko, wie begründet wurde als Nation und über die Conquista, um die Conquista auch. Es gibt viele Mythen, aber für mich ist das wichtig, auch so, mich zu beschäftigen, was es eigentlich noch geblieben ist, ne? wie diese sogenannte Conquista noch weiterläuft auf eine anderen Perspektive und eine andere Art und Weise. Und dazu verwende ich das Ikon oder die Symbolen, das Symbol von Pferden. Und besonders auch verknüpfe ich das und verbinde ich das mit den Monumenten der reichen Standbilder, prägen noch die öffentlichen Räume, nicht nur in Mexiko, sondern auch in anderen Ländern. Es ist viel zu sehen, als wie ein Patriarchalsymbol auch. Wie immer oder am meisten weißen Männer sind auf dem Pferde. Und ich nehme eigentlich diesen Pferd und wir verkörpern auch mit unserer Bewegung. Die Bewegungen, die Wildheit. In der Performance geht es um mehr um die Befreiung, wie wir damit umgehen. Ich arbeite mit zwei anderen Tänzerinnen. Eine aus Indien und eine aus Mexiko, Tamine Gairola und Alicia Ocadiz. Und zu dritt beschäftigen wir uns mit den Bewegungen von Pferden und machen wir auch auf unsere Art und Weise eine Ermächtigung mit unserem Körper. Und rücken wir natürlich zurück zu unserer Geschichte als kolonisierte Länder und fragen wir uns, inwieweit diese Konquista weiterläuft. Gerade irgendwie dieses Reiterstandbild ist ja immer auch sozusagen mit Macht verbunden. Und du hast irgendwie auch erzählt, irgendwie sozusagen dieser Ikonoklasmus, also eigentlich das Zerstören in gewisser Weise auch von den Statuen. Ich meine, das war in den letzten Jahren in ganz verschiedenen eigentlich aktivistischen, politischen, künstlerischen Kontexten ein Thema. Und warum aber sozusagen ist es sozusagen mit dem Pferd bei dir verknüpft? Weil da ist ja auch so ein bisschen noch so eine mexikanische Nationalgeschichte und Kolonialismus und
beides miteinander, was irgendwie zusammenkommt, oder? Ja, genau. Erstmal, wie gesagt, also diese zeitgenössischen Ereignisse, was heutzutage passieren, ja, mit dem Zerstören von diesen Reichsstadtbildern, was die Macht symbolisiert, aber auch die andere Zeit, was uns als Nation auch, wenn das man so nennen kann, ne, wie solche Bilder auch verwendet wurden, um die Nation zu gründen. Ja. Ne, und das ist das Pferd spielt oder hat in der Geschichte von Mexiko unterschiedliche Rollen gespielt. Ne? Mhm. Erstmal als diesen verfremde oder fremde Tiere gekommen sind, die Angst verursacht haben, aber auf die andere Seite, wie die Mexikaner und Bevölkerung auch das genommen haben, verwendet haben als Nutztier, ne? Oder als immer in dieser Repräsentation von den Charro, wie ein Mexikaner. Nicht heute, aber früher gesehen wurde. Ne? Wandelt immer irgendwie auch diesen Symbolen und sieht so aus, als wir eine richtige Verbindung mit dem Pferd als Identitätssymbolen haben. Ne? Und bei uns ist die Frage auch in den Performances, wie weit sind solche Monumente noch nötig? Ja. Ne? Und wie können wir unsere Geschichte reflektieren und inwieweit, ja genau, also das ist grundsätzlich die Frage auch, inwieweit solche Monumente noch gültig sind und wofür, ne? Wie bedenken wir nochmal die Geschichte. Ja, und auch vor allen Dingen, weil halt diese Reiter sind ja eigentlich wirklich fast immer Reiter, das ist sozusagen männliche, total männliche Repräsentation, die da verknüpft ist mit dem Pferd. Aber ich würde gerne vielleicht davon jetzt noch den Sprung machen zu dem Format. Und vielleicht können wir darüber auch ein bisschen sprechen, was das eigentlich genau ist. Es ist mehr als nur eine offene Probe. Es ist auch irgendwie kein reines Vermittlungsformat. Das Format Moving Imaginative Bodies, das momentan hier in Marx stattfindet. Also es hat schon im August echt begonnen und geht noch eigentlich nach der Premiere von Horses. Was verbindet ihr damit? Wie kann man das erklären? Was ist das für eine performative Probe? Was ist die Idee, warum das in einem Museum stattfindet und vielleicht nicht in einem Tanzort, Theaterort? Ja, genau, das sind zwei Zwillinge-Projekte. Ne? Auf der Zeit ist Horses, auf der anderen Seite sind Moving Imaginative Bodies. Und letztendlich ist Moving Imaginative Bodies das Format, das uns erlaubt, mit dem Publikum nahe zu kommen. Das Format ist eigentlich gedacht als interaktive offene Probe. Das heißt, wir zeigen, was wir gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite entwickeln wir auch eine pädagogische Sicht auf unsere Vermittlung von Bewegungsvokabular. Und genau, das haben wir so gedacht, dass immer während, aber auch nach dem Performance solche Möglichkeiten von Begegnung zwischen Publikum und Performerinnen stattfinden kann. Und genau, also grundsätzlich es geht um diesen Vermittlungsprozess. Ne? Wir arbeiten mit drei Gastsänger. Und wir zeigen, und wir teilen, und wir bringen auch bei unser Bewegungsvokabular. Die Idee ist gekommen, weil ich gerne haben möchte, ein Format, die mir erlauben kann, eine offene Situation zu haben, ne, mit dem Publikum, das teilen, und nicht immer so zwischen vier Bänder und sitzen und immer am Ende als Resultat das zeigen, sondern dem Publikum die Möglichkeit zu geben, hierher zu kommen im Museum und das die Performance erleben, ne, so Teil für Teil. Und ich glaube, es ist auch wichtig, solche offenen Prozesse zu haben und Feedback zu bekommen während des Prozesses. Ne. Und warum das Museum? Weil ich finde, mit natürlich mit den
diesem kolonialen Kontext auch, ne, von Museum, wie geprägt ist von solchen Bildern, von der Ikonografie, interessant auch, wie wir solche Ermächtigung, Performance auf eine Art und Weise zeigen können und wie ich mir vorstelle, dass ein Museum sein sollte, heutzutage ist ein Begegnungs- und dynamischer Ort, ne, wo die Leute einfach sprechen können, tanzen können, etwas Lebendiges machen können, nicht als eine geschützte Raum, wo keine Objekte getauscht, ne, erfassen werden können. Also, wo ein Museum, wie man, wenn ich denke, ist ein ruhiger Ort, oder so konzipiere ich das. Ne. Und was wir bringen jetzt, ist natürlich so Musik, Tanz, Sprechen, Genießen, und die Dynamik einfach so. Das ist ja vor allen Dingen, wenn man sich jetzt gerade die letzten anderthalb Jahre anguckt, vor dem Hintergrund, wie Corona, zum einen hat die Museen ganz geschlossen, aber auch als die Museen offen waren, wie Corona eigentlich den Museumsbesuch verändert hat, weil unsere ganzen interaktiven Formate, unsere ganzen offenen Formate, unsere experimentelleren Formate waren ja für eine relativ lange Zeit nicht möglich. Und in gewisser Weise starten wir auch mit eurem Projekt wieder in die tatsächliche, das tatsächliche vor Ort, das physische Aufeinandertreffen sozusagen, postpandemisch, in gewisser Weise das eine Art postpandemisches Experiment. Eine Frage noch dazu, bevor wir zum Abschluss über das Museum sprechen. Wie hast du das wahrgenommen? Also, ihr habt jetzt ja schon über die letzten Wochen immer wieder Publikum da gehabt. Wie haben die darauf reagiert, dass eine Performance, eine Vermittlung, eine Tanzvermittlung im Museum stattfindet? Ja, erstmal, ich glaube, das war eine Überraschung für viele Personen, weil interaktive, offene Probe, dann natürlich, wir erklären das auch in Werbung, ne, was wir machen werden, aber viele erwarten nicht, sich zu bewegen, zum Beispiel, ne, oder sie wollen sehen, und wenn wir die Möglichkeit anbieten, in Action zu kommen. Ne? Aber ich glaube, wir haben eine ganz positive Resonanz. Ne? Sie freuen sich immer. Ich glaube auch, wie du das genannt hast, in diesem wenn wir so sagen können, nach diesen Pandemiephasen, ne, wo ein bisschen doller war, die Lust haben, hierher zu kommen. Und besonders auch das Publikum, das nicht sagen wir nicht ständig in ein Theater sind oder solche Performance zu sehen und sie kommen, sie wollen etwas Neues sehen, weil sie freut sich, dass es auch ein anderer Ort ist. Ich glaube, das ist auch, das können wir auch als einen Vorteil sehen, dass es ein anderer Spielort oder Begegnungsort ist. Ich meine, du hattest jetzt viele Sachen schon so angerissen, aber vielleicht nochmal so zum Abschluss ein bisschen zusammenfassen. Das Museum als Ort sozusagen als architektonischen Ort, als Museum, als Ort, wo eine Sammlung, die teilweise in kolonialen Kontexten entstanden ist, liegt. Was ist sozusagen irgendwie vielleicht nochmal so ganz konkret irgendwie das Herausfordernde, aber auch das Interessante, tänzerisch, performativ, sich dieses Museum anzueignen? Also sich diesen Ort anzueignen eigentlich. Vielleicht kannst du das zum Abschluss irgendwie darüber nochmal sprechen. Und ja, für uns ist super interessant, weil, wie du das erwähnt hast, na, in diesem kolonialen Kontext, auch wo die Museen eigentlich stehen, und hier in Europa, ne, um eure Sammlung im Marktmuseum zu sehen und den großen Schiff, was ihr oben habt. Da alles ist irgendwie Teil von der Geschichte, aber die auch eine Geschichte, die nicht unbedingt zu Deutschland gehört. Ne? Und diesen Mischen von Objekten auch. Dann wir kommen natürlich mit unserer Perspektive, wo wir denken, wie entsteht die Geschichte? Ne? Wer hat die Macht über die Geschichte? Wer kann solche Objekte sammeln? Und wie wir als Mexikaner umschreiben können.
wenn mit all diesen Objekten, die irgendwie auch eine Identität machen, also eine politische und soziale Identität machen, das haben wir uns ständig auch im Prozess gefragt. Und deswegen, das ist sehr wie ein Crash zwischen das Museum, was das eigentlich alles bedeutet, und unserem Diskurs in der Geschichte. Und wir versuchen, wie gesagt, ein bisschen eine neue Vorstellung vom Museum zu haben, wie er diese Begegnung ermöglicht wird. Wenn wir den Feedback zum Beispiel am Ende von jedem Probe machen, dann kommen immer so neue Fragen bezüglich, was eigentlich die Symbole, die Ikonografie bedeutet. Wie groß ist die Rolle von solchen Objekten in der Geschichte heutzutage, in der gegenwärtigen Zeit? Und ja, es ist spannend, diese Begegnung zwischen Museum und Stücke, die sich aus einer postkolonialen Sicht dämmen. Also es ist einfach natürlich die Chance jetzt sozusagen auch noch in den nächsten Wochen. Wir haben jetzt noch Mitte Oktober und dann Anfang November ja noch die Initiative Bodies hier am Markt. Und am 21. Oktober die Premiere im Kraftwerk Dillen. Tausend Dank, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit und fürs Zuhören und auch natürlich ein Dank an die Kulturstiftung des Bundes, die den Mark in Motion Video Podcast ermöglicht. Vielen Dank. Dankeschön. Thank you.